Dann legen wir los. Ich freue mich sehr, heute als Gast die Frau Dr. Maja Storch an Bord zu haben. Sie ist ja recht bekannt geworden, schon seit 30 Jahren, weil sie nämlich das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt hat, zusammen mit dem Frank Krause, von dem ich letztens hörte im Interview, was Sie auch gegeben haben, der sei jetzt doch so in Pension gegangen. Aber Sie sind immer noch rege und ich war wirklich elektrisiert, als ich die Ankündigung gesehen habe vom Verlag, was Sie hier Neues produziert haben. Ich habe gedacht, ich muss jetzt mit ihr reden. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit haben, auch für das Gespräch. Und wir haben ja schon ein bisschen vorgeplänkelt hier. Das wird sicher sehr spannend werden. Ja, wer ist die Maja Storch, also Begründerin des Zürcher Ressourcenmodells? Das kennen wahrscheinlich sehr viele, sonst werden wir vielleicht gleich uns noch mal ein bisschen reinfuchsen. Sie sind in Zürich an der Hochschule schon lange dort tätig, haben aber auch ein eigenes Institut. Und muss ich noch was zu Ihnen sagen? Psychologin, kommen ja aus der psychodynamischen Richtung, glaube ich, ursprünglich. Haben aber, wenn ich es richtig verstanden habe, alles abgeräumt an Wichtigen, was man braucht heutzutage zum Thema Motivation. Und daraus entstand ja auch das Zürcher Ressourcenmodell. Dann eben im Vorgespräch haben wir auch schon erfahren, dass Sie Organistin sind. Habe ich was vergessen, Frau Storch? Ach, mein Leben ist vielfältig. Ich bin ja schon 66. Da gibt es viele Facetten. Okay. Also reicht erstmal. Es für einen Anfang reicht es, Herr Wilkes. Ja, guten Morgen. Okay, ja, ich glaube, wir fangen erstmal mit dem Zürcher Ressourcenmodell auch ein bisschen an, um uns da so reinzuarbeiten in das Neue, was Sie jetzt vorstellen werden, nämlich das Thema Vision und Unternehmen. Das Interessante oder für mich der interessante Aspekt am Zürcher Ressourcenmodell ist ja eigentlich, dass Sie sagen, das mit den Smart-Zielen, damit hat man ja Generationen von Menschen gequält, in Unternehmen, in Weiterbildung und sonst wie, ist ja ganz nett, aber eigentlich nur die halbe Miete. Ja, man quält viele Leute und es funktioniert nicht. Warum ist das denn so? Was bedeutet das? Warum man die Leute quält, meinst du? Nein, warum das nicht funktioniert Ach mit so, dem. warum es nicht funktioniert? Ja, also vielleicht noch am Anfang eine kleine Korrektur. Ich bin inzwischen nicht mehr an der Uni. Ich bin ja in Rente und ich war an der Uni Zürich 30 Jahre lang und jetzt beziehe ich aber AHV. Also AHV. Schweizer Rente ist das. Ach, die sogenannte AHV, das ist eine sehr angenehme Sache, kann ich nur empfehlen. Ja, zu spät für mich, ja. Ich Ja, muss zu jetzt nächstes Jahr spät. die deutsche Rente warten. Okay. Aber Ja. natürlich das Institut, mein Spin-off, das ISMZ in Zürich, das gibt es noch, das ist ein Ja. Spin-off der Universität und das habe ich halt gemacht. Das können Mitarbeitende der Uni, können so ein Spin-off machen und diese Gelegenheit habe ich halt ergriffen und das, und da geht man ja nicht in Rente. Also das Institutlied, das geht hoffentlich noch mehrere Generationen weiter und kümmert sich darum, dass ZRM unter die Menschen kommt. Mein Hintergrund, den haben Sie vorhin angesprochen, der ist eigentlich zweifach zu sehen. Das eine ist meine Psychodrama-Ausbildung. Das ist ein Gruppenverfahren der humanistischen Psychologie, was sehr viel mit Aktion und Körper arbeitet. Und das andere ist meine Ausbildung als Jungsche Analytikerin, C.G. Jung, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie. Und das heißt, man geht davon aus, dass der Mensch nicht nur bewusst Informationen verarbeitet, sondern halt auch unbewusst sehr viel passiert. Das ist das Persönlichkeitsmodell der Tiefenpsychologie. Und aus dieser Sicht ist es eigentlich ganz einfach zu beantworten, warum Smart-Ziele nicht klappen, weil die Smart-Ziele durch die Art und Weise, wie sie in Worte gefasst sind, also konkret, spezifisch, maßnahmenorientiert, richten sie sich an den Verstand. Also es wird es als psychisches Funktionssystem der Verstand aktiviert und dummerweise hat jedoch der Verstand eher wenig Einfluss auf die konkrete
Ausführung von Handlungen. Und dieses ganze Wissen, das verdanken wir den Forschungen der Neurobiologie aus den letzten 20 Jahren. Ganz vorne mit dabei der leider viel zu früh verstorbene Neurobiologe Gerhard Roth, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe und auch publiziert. Und wenn ich möchte, dass ich nachhaltig bestimmte Dinge tue und bestimmte Handlungen an den Tag lege, dann muss ich mit diesem unbewussten System arbeiten. Weil das ist die eigentliche Macht im Haus. Und wenn ich mich da nicht drum kümmere und dieses unbewusste System hat kein Das ging Bock, dann mir schnell, Justin. dann wird meine Anstrengung über kurz oder lang das Schicksal aller Neujahrsvorsätze ereilen. Sie versanden nämlich, gehen vergessen und sind irgendwann eingestaubt und kompostiert. Also das ist so ein schönes Beispiel, ja, diese Neujahrsvorsätze, die ja viele Menschen so machen und 2, 3, 4 Wochen später ist alles perdu, ja. Ist auch so ein Genau. Beispiel dafür, dass es eben nicht reicht, sozusagen der Menschheit smarte Ziele zu verpassen, sondern dass es mehr braucht. Und jetzt haben Sie den Gerhard Roth angesprochen und da wäre der Gerhard Hüther, den könnte man auch noch nehmen und all die anderen, Damasio und so weiter. Sie würden wir denn da Was noch haben wir schon was da? konkret für mich bei dem? Bitte Mikro aus. Danke. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich rausgekommen aus dem Tritt. Damasio, Hüther, Genau. Sie haben gerade ein paar Genau. Hirnfarben. Was sind denn jetzt die Erkenntnisse von diesen Forschern? Was bringen die uns denn Neues? Also ich bin ja auch in der Zeit groß geworden in der Psychologie, als wir eben Heckhausen-Gollwitzer gelernt haben. Das war ja alles sehr kopfig, ne? Und Emotionspsychologie, mein Lehrbuch hieß Band 1, Band 2 ist nie erschienen. Ne, das war in den 80ern. Aber 90er Jahre passierte ja irgendwas. Was ist die neue Erkenntnis? Also Sie sagen, das Unbewusste ist wichtig. Wie kommt man denn an das Unbewusste ran? Also ich habe eben ja meine zwei Ausbildungen gehabt, das Psychodrama, wo ich mit Körper viel gearbeitet habe, und dann die Jungsche Ausbildung mit diesem Unbewussten, und habe die ganze Zeit gleichzeitig immer an der Universität gearbeitet, im akademischen Kontext. Und da habe ich sehr drunter gelitten, dass Menschen, also im akademischen Kontext, wenn ich da kam und gesagt habe, es ist wichtig, mit dem Körper zu arbeiten, oder es gibt auch unbewusste Informationsverarbeitung, das war immer so ein bisschen so, ja, so Schwurbel, Aluhut, Esoterikverdacht, also das war immer ja, so leicht anrüchig und wurde nicht richtig ernst genommen. Ja. Im akademischen Kontext, im psychotherapeutischen Kontext ist was völlig anderes, aber als wir zwei jung waren, da war ja auch Psychotherapie noch gar nicht an den Unis angesiedelt. Das war ja immer draußen und die Uni war Wissenschaft und dann draußen war irgendwie alles andere. Und mich persönlich hat es immer geärgert, dass es dafür halt keine akademisch-wissenschaftlichen Studien gab oder Forschungen, auf die ich mich da beziehen konnte, sondern dass ich da immer so, ja, so als Paradiesvögeli betrachtet wurde. Das hat mir nicht gepasst, weil ich von Beruf her sehr gerne denke. Es macht mir Spaß, also ich liebe das Denken, ich liebe die Wissenschaft. Das ist wirklich etwas, was ich mit Leidenschaft mache. Und das fand ich nicht so toll, dass das ein ganz wichtiger Teil von mir und meiner Arbeit da einfach überhaupt nicht gutiert wurde. Und dann kam eben die Hirnforschung. Und das war für mich damals ein absoluter Befreiungsschlag, weil ich auf einmal sagen konnte, schau mal, sogar naturwissenschaftlich gibt es jetzt für all das Belege. Ja.
Und damit hat sich auch innerhalb der akademischen Psychologie die Art und Weise, wie man sich befasst hat mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Affekten, mit Körperreaktionen, also Stichwort Embodiment und auch halt mit unbewusster Informationsverarbeitung völlig geändert, weil wir auf einmal durch die Neurobiologie eine Basis hatten, wo wir halt nicht nur als Schwurbler gegolten haben. Und heute ist ja zum Beispiel gerade das Thema Embodiment eines, wo die viele junge Studierende, also ich kriege wöchentlich E-Mails, schreibe ich meine Masterarbeit zu Embodiment hier und da und dort und können Sie und haben Sie und Literatur und also das ist richtig hip, ja, was ich mich wahnsinnig freut. Weil Menschen ja, also unterhalb vom Gurgelknopf hängt ja so eine kleine unbedeutende Sache dran, namens Körper. Und die ist halt nicht nur wichtig, wenn ich ein künstliches Hüftgelenk brauche für Orthopädie, sondern die ist halt auch sehr wichtig für psychische Gesundheit. Und dass man sich jetzt darum kümmert, das ist einfach toll. Haben wir aber eigentlich wirklich der Hirnforschung zu verdanken. Und Sie sagen, Embodiment ist jetzt ein wichtiges Thema geworden, sehe ich auch so, auch jetzt im ganz neuen Diskurs, beispielsweise über KI, ja, auch eine sehr verkopfte Sache erstmal für viele. Wie kommt man ran? Also da glaube ich, müssen wir gerade noch unser Publikum ein bisschen ins Boot holen. Wie kommt man nun an das Unbewusste ran? Wie machen Sie das? Wie macht das das Zürcher Ressourcenmodell? Was ist der Weg? Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie ich ans Unbewusste rankomme. Das mal zunächst. Und vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn wir so kurz zwei, drei Varianten erwähnen. Das einfach nur, um zu zeigen, dass die Arbeit mit dem Unbewussten hat ja das ZRM nicht erfunden, sondern das haben ja Leute vorher auch schon gemacht. Also nehme Sie jetzt halt nur die klassische Psychoanalyse, wo man zum Beispiel mit Traumaterial arbeitet. Ja. Oder nehmen Sie die gesamte Hypnotherapie, wo Sie Techniken haben, wie Sie Menschen in eine Trance bringen und wo Sie dann über verschiedene Fragetechniken oder Suggestionstechniken unbewusstes Material generieren können. Es gibt auch das große Thema Malen aus dem Unbewussten, also Sie können das in Malerei übersetzen. Es gibt die Arbeit mit dem Tonfeld nach Durkheim, wo Sie ein großes Feld haben mit Ton und dann einfach die Hände mal machen lassen. Und dann entsteht ein Produkt und da spricht man dann hinterher drüber, ja. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, gerade aus der Psychotherapie, wie man mit unbewusstem Material arbeitet. Und der Frank Krause und ich, wir hatten an der Uni den Auftrag, ein Selbstmanagement-Training zu entwickeln für Lehrkräfte. Ich habe 30 Jahre am Pädagogischen Institut gearbeitet und nicht an der klinischen Psychologie, sondern in der Pädagogik. Und das ist auch ein Grund dafür, warum das ZRM so geworden ist, wie es ist. Es hat diesen starken psychoedukativen Aspekt. Und begonnen hat es mit einem Auftrag, Selbstmanagement für Lehrkräfte, was ausschließlich auf wissenschaftlich abgesicherten Theorien beruht. Und jetzt haben wir versucht, in Gruppen, also wenn Sie zum Beispiel jetzt an die Schule gehen, haben Sie ja ein Kollegium. Das heißt, es sind viele Menschen auf einmal, eine Gruppe, und ich kann jetzt mit einer Gruppe nicht zum Beispiel Träume deuten, weil wenn ich vorgehe wie in der Jungschen Analyse, das ist eine 1-zu-1-Situation, da kümmere ich mich um einen Menschen und wir besprechen die Träume. Und die Gruppe muss aber auch mit dem Unbewussten arbeiten, aber es werden müssen viele Leute so also betreut werden von einer Trainingsperson, maximal zwei, weil da kann ich nicht 1-zu-1 machen, ist ja unbezahlbar, ja, also rein finanziell. Und jetzt hatten wir ein Problem, der Frank und ich. Also Arbeit mit dem Unbewussten, tipptopp, aber wie mache ich das mit einer Gruppe?
Und da haben wir ein Verfahren entwickelt, dass wir mit Bildern arbeiten. Also das können Sie sich so vorstellen, dass der Verstand und das Unbewusste haben als eine Übersetzungshilfe Bildersprache. Und wenn ich über ein Bild einsteige, dann kann ich dadurch das Unbewusste erreichen. Und jetzt ist die Frage, wo kommen die Bilder her? Und da gibt es auch zahlreiche, so Fotolangagen hat es damals geheißen. Ich weiß gar nicht, wie das früher, heute noch heißt. Also was man so als Ausgangspunkt genommen hat für eine Gruppenarbeit, nimm dir mal ein Bild, wie geht es dir gerade und so. Und da haben wir die herangezogen und dann haben wir aber festgestellt, wir wollten ressourcenaktivierend arbeiten. Das Zürcher Ressourcenmodell hat ganz klar den Anspruch gehabt, wir wollen Ressourcen aktivieren in den Menschen. Und dann haben wir festgestellt, dass die, oh, muss ich gucken. Sie haben gerade Bonbon, müssen Sie mir geben. Ja, ich habe mir auch gerade eins geben lassen. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Also, wir haben da Verständnis für. Fassen Sie sich wieder in Ruhe. Dummerweise habe ich keine unten. Natascha, Ja, kannst du mir schnell ein Bonbon bringen? wir bringen dir was. Bis gleich. Ah, das ist aber nett hier. Support kommt, das sind die Ressourcen, die sozialen Ressourcen. Ja. Jetzt muss ich nur gucken, ob die Tür auf ist. Ich mache gerade mal kurz aus, eine Sekunde. Ah, jetzt geht's wieder. Aber ich mache mal eine Sekunde meine Kamera weg, bin gleich wieder da Ja. und vielleicht kann Herr Webers so lang zwei, drei Fragen beantworten. Gut. Oh, das war eine Ehre, dass ich eine Delegation kriege. Ja, wir waren bei den Bildern. Also das ZRM arbeitet sehr, sehr stark mit Bildern und die Bilder sind sozusagen die Übersetzung zwischen Verstand und Unbewussten. Und mit diesen Bildern entstehen beim Zürcher Ressourcenmodell ja auch Worte oder Sätze, Fragmente, die dann kondensiert werden zu einem Mottoziel. Das ist ja so ein ganz entscheidender Schritt im Zürcher Ressourcenmodell. Und diese Methode, die sehr ausgefeilt ist, die sehr 20, 30 Jahre schon auch im Betrieb ist. Ich selber kenne sie auch, mache sie auch in meinen Studis, auch in anderen Weiterbildungen gerne. Die haben Sie jetzt entdeckt, liebe Frau Storch, für die Arbeit in einem Unternehmen mit dem Thema Vision. Also die strahlen übers ganze Kommen, Gesicht, ja. also scheint es geklappt zu haben mit dem Nee, die Onboarding. kommen noch, aber ich habe die Haustür aufgemacht. Ach so, die Haustür ist offen, okay. Ja, wie kommen wir jetzt zu den Visionen im Unternehmen? Die Zeit läuft uns ja sonst weg. Auch da haben Sie ja die Idee gehabt, viele Visionen im Unternehmen oder in Unternehmen sind sehr kopfig Ja, formuliert worden. Da haben sich ja. irgendwelche Leute zusammengesetzt, die Geschäftsführung, der Vorstand, irgendwelche Stäbe, Berater, wer hast du nicht gesehen? Und da muss dann alles rein in so eine Vision, aber es ist irgendwie so ein Papiertiger, ja? Ja, Also ja, das ist irgendwie. Was war Ihre Initialzündung an der Stelle? Was ja. war Ihr Clou? Wie gehen Sie jetzt da vor? Ja, Was? nun, ich gehe schnell zurück zu diesen Bildergeschichten. Okay. Denn es gibt zwei Varianten, wie man mit Bildern arbeiten kann. Das eine ist so eine Bildkartei, wie wir eine eigene entwickelt haben, eine ressourcenaktivierende. Und das andere ist innere Bilder. Ah, innere Stefan. Bilder. Hier bin ich. Ah, Ja, vielen also wir Dank. haben zwei Wege, ne? Danke. Die Rettung ist nah. Die Ricolas, auch noch diese, ja. Ja. Alles Product Placement hier. Wir distanzieren uns ja Miel, von sagen Leuten. wir auch toll. Ich warte Ja. mal, ob es noch ohne geht, aber das ist hervorragend. Das mache ich sofort beruhigt. Ja. Ja. Und da haben wir, es gibt zwei Varianten. Das eine sind Bilder aus der Bildkartei, das andere sind innere Bilder. Innere Bilder braucht man zum Beispiel, wenn man mit
Menschen arbeite, die eine Sehbehinderung haben oder blind Ah. sind. Die können nämlich die Bildkartei-Bilder ja gar nicht sehen. Wenn man mit Menschen arbeitet, die einen Migrationshintergrund haben, ich gar nicht sicher sein kann, dass meine europäischen Bilder deren Ikonografie überhaupt abbilden, dass es denen überhaupt was sagt. Eine Ja. katholische Kirche oder eine Berghütte mit Geranien, ja. Und auch für Jugendliche ist das sehr gut geeignet, weil unsere Bildkartei, die ist oft so für Jugendliche eigentlich für Erwachsene. Also es gibt die zweite Technik, Wunschelemente. Und diese Geschichte mit der Vision, die hat damit zu tun, dass wann immer, das können auch alle, die jetzt mal zuhören, ausprobieren, egal in welche Institution sie kommen, ob sie in eine Firma gehen, ob sie bei sich im Schulhaus fragen oder im Erzbistum bei ihrer Kirche, fragen sie, habt ihr ein Leitbild? Dann sagen die Leute, ja, klar. Und dann stellen Sie Frage 2 und sagen, wie lautet es denn? Und dann werden Sie immer dieselbe Antwort hören. Oh, da fragst du mich was. Oder ja, da müsste ich jetzt nachgucken. Das weiß ich doch nicht. Ne? Also die Leute wissen das nicht. Es gibt das Leitbild, aber ich habe bisher noch niemanden getroffen, der mir das Leitbild sagt. Und weil ich ja aus dem Schwarzwald komme und da denkt man sehr praktisch, habe ich mir gesagt, für was gibt man dann eigentlich das Geld aus? Gute Frage. Das ist halt schwarzwälderisches Denken. Komisch, ne? Da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben für etwas, was überhaupt keiner zur Kenntnis nimmt. Und da stimmt ja wohl was nicht. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, woran das wohl liegt, und sind zu dem Schluss gekommen, ja, dass halt diese Leitbilder oft in einer Art und Weise formuliert sind, die das Unbewusste überhaupt nicht versteht. Und das Beispiel aus dem Buch mit dem Krankenhaus, da ist zum Beispiel ein Satz drin: Wir sind Supramaximalversorger unserer Region. Und jetzt versuchen Sie mal, das Wort Supramaximalversorger zu bebildern. Also mein Unbewusstes ist da völlig verständnislos und hat keine Ahnung, was das heißen soll. Geschweige denn, es soll ja Begeisterung erzeugen, das Auch Leitbild. das Es noch, soll ja ja. Leute motivieren, es soll ja Leute dazu bringen, dass sie sagen, Mensch, ich arbeite in einer ganz tollen Firma. Und es soll ja so eine Gruppenidentität hervorbringen. Supramaximalversorger, ehrlich, Leute, ja. Und dann haben wir überlegt und überlegt, was machen wir denn? Und dann ist uns die Idee gekommen, wir arbeiten mit den Wunschelementen. Wir gehen hin und sagen zu den Leuten, versuch doch mal, dir ein Tier vorzustellen, was diese Supramaximalversorger-Idee für dich idealerweise repräsentieren könnte. Und dann kommen Bildvorstellungen. Ich weiß nicht, wollen Sie mal eins sagen oder sollen wir das Publikum fragen Was oder? so eine, was die super Maximalversorgung sein könnte. Ja, also ganz spontan kam mir eben so das Bild irgendwie, das muss ein Muttertier sein, so, ne? Irgendein Mammal. So, auf, wie zum Beispiel die Sau mit vielen kleinen Babys da oder irgendein anderes Tier mit vielen kleinen, ne? So, ja, Margit Böhm kommt direkt mit der Eierlegen-Wollmilchsau an. Ja, sehr gut, ne? Das ist schon nochmal einmal zum Quadrat das Ganze gebracht, ne? Ja. Aber was macht der Mitarbeiter, wenn er so ein Bild entwickelt, eierlegende Wollmilchsau, dann wird das ja eigentlich schon wieder ins Lächerliche gezogen, diese Vision, ne? Dann kippt es ja Ah, eigentlich nicht schon um, oder? unbedingt. Also wenn ich jetzt so einen Workshop hätte, würde ich nachfragen. Ah, Meinen gut. Sie das ironisch oder sagen Sie wirklich, nee, eine eierlegende Wollmilchsau, das stelle ich mir drunter vor. Kann ja auch sein, dass man sagt, wir versuchen sowas zu sein. Ah, Kann man auch okay. ernst meinen. Ja? Da kann man ja fragen als Trainer. Und dann würde ich sagen, also da bleiben wir jetzt mal bei Ihnen, würde ich sagen, okay, Sie haben jetzt so eine Muttersau mit vielen Ferkeln. Ja?
Dann würde ich sagen, gibt es denn eine Pflanze, wo Sie sagen, die, das könnte für mich Supramaximalversorger bebildern? Ah, ja. Vielleicht was Pflanze. im Chat? Oh, das müsste ja irgendwie auch so ein fruchtbarer Baum sein, der viele Früchte trägt, ne? Also, ich war ja gerade in Ja, Afrika. In Afrika, da habe sehr. ich ganz viele Bananenpflanzen gesehen oder Ananasbäume oder sowas, ne? Oder Apfelbaum lese ich jetzt hier gerade. Ganz viel kommt, ja, genau. Affenbrot, Baobab, genau. Pilzmyzel, finde ich auch toll. Also, Sie sehen aber, das geht schon los, ja, dass Das man geht diese. sofort zur Sache, ne? Das ist das Lustige an diesem Wunschelement, an dieser und an dieser eigentlich ja total komischen Frage, was für eine Pflanze könnte für Sie ein Supramaximalversorger sein? Aber das Unbewusste versteht es halt, weil es über Bilder arbeiten kann, und dann kommen sofort Sachen. Dann machen wir noch was Lustiges, eine Fantasiefigur. Also das kann eine Märchenfigur sein, was aus dem Film, eine Romanfigur oder aus Ja, den genau. Märchen Ihrer Kindheit. Da muss dann irgend so ein Spider-Man oder sonst was kommen, ne? So Spider-Man. maximal. Ja, Ja. gut. Noch welche? Für den Chat, Supramaximalversorger. Einhorn, ein Wundertier. Ja, Mary Poppins, genau. Superkalifragilistik, ja. Das, ja. Also, Tischlein deck dich, auch schön. Also, Sie sehen, das flutscht, darum mache ich das auch immer so gern live als Demo. Das flutscht ganz Es einfach. rutscht, ja, es rutscht Und unglaublich. jetzt haben wir dann also diese Wunschelemente, da kann man doch machen Fahrzeug, man kann machen Musikinstrument, man kann machen sonstige, ist auch immer gut, dann kann man sagen, mein Onkel Horst, ja, der war Feuerwehrhauptmann und hatte gleichzeitig den Kramladen im Dorf und alle. Hat alles beschafft, was man braucht, ist irgendwie. Und jetzt haben die Leute also ihre Wunschelemente. Und dann kommt der nächste Schritt. Jetzt, wie mache ich daraus noch ein Bild? Und früher haben wir halt tatsächlich Bildmaterial mitgebracht in den Kurs, haben kistenweise geschleppt mit Schere, Karton, Klebestiften. Und dann haben die So Leute. Collagen, ne? Ja, Collagen gemacht. Die sind auf dem Boden rumgekrabbelt, war auch immer super. Und haben die Ja. Collagen sich gemacht. Und jetzt gibt es ja die KI. Und dann hat eben auf einmal ein Mitarbeiter aus meinem Institut, der Klar Tischhauser, der auch in so einem Kurs mit dabei war, der hat auf einmal so ein Bild geschickt. Er hat gesagt, ich habe da aber gerade was ausprobiert. Das ist so ein Computer, Spezialist, IT-Architekt heißt es, glaube ich, hat auch eine eigene Firma dafür. Und dann hat er so ein Bild geschickt und da haben wir gesagt, wow. Und da wäre jetzt zum Beispiel ein Einhorn unter einem Baobab-Baum mit rosa Holzschuhen, ja, zum Beispiel. Und das ist dieses Bild da. Und diese Bilder, die flashen die Leute meistens für, also und wir waren auch völlig geflasht. Und dann sagten, was hast du gemacht? Klar, dann sage ich, ja, das war KI. Ich habe mal probiert mit dem ChatGPT, ob es das auch so Dinger macht. Ja, Mensch, dann waren wir völlig begeistert. Da haben wir Bilder generiert, Tag und Nacht für alles und jeden. Und dann haben wir angefangen, das ausprobieren in Workshops. Und es klappt also fantastisch. Und das Schöne daran ist, es hat jede Person in dem Kurs zu diesem Supramaximalversorger ein eigenes, komplett individuelles Bild. Das ist maßgeschneiderte Ikonografie, maßgeschneiderte Vorstellung der Umsetzung und darum halt auch maßgeschneiderte Motivation. Und damit wird das Ding lebendig. Ja, aber was man macht, ist ja im Prinzip so ein Merger, also diese verschiedenen Bildelemente in eins bringen. Jetzt hat aber jeder sein eigenes Bild, seine eigene Ikonografie.
Wenn man jetzt sagt, wir haben ein Unternehmen und eine Vision, ist das nicht, geht das nicht sozusagen in die Breite? Verlieren wir nicht den Fokus an der Stelle? Also, wenn Sie sagen, wir sind ein Unternehmen, wir sind ein Supramaximalversorger, passiert ja sowieso, also Sie stellen ein Wort als Dach, also als Zielkorridor, kann man so sagen, ne, als Leuchtturm vor die Leute hin. Und es macht ja dann sowieso jeder mit diesem Wort das. Aha. Also auch neurobiologisch, das wissen wir ja von der konstruktivistischen Erkenntnistheorie. Das Verstehen ist immer eine private, virtuelle Cyberspace-Konstruktion. Der Hirnforscher Gerhard Roth in seinem unnachahmlichen hanseatisch-westfälischen Humor hat mal in einem Vortrag gesagt: Wissen Sie, Verstehen ist die Ausnahme, Missverstehen ist der Normalfall, nur merken wir meistens nichts davon. Also wenn Sie rumlaufen und denken, das, was Sie sich unter Supramaximalversorger vorstellen, wird geteilt von Ihrem Nachbarn, bloß weil Sie beide dieselben Buchstaben benutzen, sind Sie erkenntnistheoretisch und neurobiologisch 100% im Irrtum. Also eher Sowieso, das ja. Wunder, ne? Eher das Wunder, dass wir uns verstehen. Ja. Man merkt meistens nicht davon, weil man so aneinander vorbeischlittert, ja. Und weil in vielen Fällen, wenn ich in die Metzgerei gehe und sage, ich hätte gern 100 Gramm Salami, kriege ich die auch. Ja. Aber es ist ja nur schon, ja, wie viele Missverständnisse gibt es, wenn Sie ein Menü bestellen zum Beispiel, wo es heißt, das haben Sie aber gar nicht gesagt. Doch, das habe ich extra gesagt bei der Bestellung. Oder wie viele Missverständnisse gibt es in Ehen und Beziehungen über das Thema, was ist Liebe? Ja, davon leben ja ein ganzer Berufsstand von Paartherapie, lebt davon, dass die Leute wissen, das Wort hat diese Anzahl Buchstaben, wissen alle, wie man es schreibt und denken dann, Sie würden sich jetzt auf eine Paarbeziehung einlassen unter denselben Voraussetzungen, wenn beide sagen, ich liebe dich. Nö. Kann Also man Sie sich. machen mir jetzt den Vorschlag, das Bild sozusagen aufzumalen, um meiner Frau dann vorzulegen. Und sie könnte ihres mir vorlegen. Und dann können wir da mal ins Gespräch Ja, kommen. zum Beispiel. Dann kannst du sagen, ja, warum hast denn du jetzt hier eine Muttersau genommen? Und dann könnte sie sagen, ja, warum hast denn du ein Einhorn genommen? Und so kann man sich annähern. Ja? Man kann also miteinander so einen Dialog starten. Und das würde man im Unternehmen auch machen. Dass man sagt, wir visualisieren sozusagen diese Begriffe. Ja, und wir machen sie damit kommunikationsfähig. Sie machen die kommunikationsfähig, und zwar richtet sich jetzt unser From Vision to Motivation auch in dem Buch in erster Linie mal an das sogenannte mittlere Kader. Ja, es ist ja oft so, oben im Vorstand kommt irgendein furchtbar teurer Mensch von irgendwoher eingeflogen, dann gehen die in irgendeine Retreat, 5 Sterne irgendwo und machen 3 Tage lang für ungeheure Summen so ein Supramaximalversorger-Ding da, ja. Und dann gehen die zurück ins Unternehmen oder in die Organisation und jetzt kommen ja dann die Kader, die wiederum das in ihre Abteilungen transportieren müssen. Und die Leute, die jetzt mit diesem Menschen in der 5-Sterne-Retreat waren, die sind natürlich fasziniert von dem, weil es ist ja ihre Geburt. Ja? Und nur schon die Übersetzung in diese ganzen oberen Kader dann, wo man versucht, es denen zu erklären, ist oft schon ein Elend. Weil die sitzen dann da und denken, was ist das jetzt für ein Wort? Oder jetzt im Schwarzwald denkt man, was wird denn da schon wieder für eine Sau durchs Dorf getrieben? Also das ist Schwarzwälder-Sprech, ja. Und jetzt müssen die Leute aber dann in ihre Abteilung und müssen da mit Begeisterung und Leidenschaft von diesem tollen neuen Leitbild erzählen. Und das klappt überhaupt nicht authentisch. Und wenn Sie aber jetzt hingehen und Sie wären jetzt irgendwie Chef der Onkologie oder sowas, jetzt im Krankenhaus, in dem Spitalbild zu bleiben. Und Sie hätten jetzt Ihre Muttersau und was haben Sie für eine Pflanze gehabt?
Ach ja, nehmen wir den Bananenstaude oder Bananenstaude und dann noch irgendeine Fantasiefigur, eine schöne, und gehe so. mit diesem inneren Bild zu ihren Leuten und sage also, es gibt jetzt ein allgemeines Leitbild, supramaximal versteigert, das Wort versteht kein Mensch, aber ich stelle mir darunter sowas vor und es geht halt darum, dass man für die anderen da ist und irgendwie schaut, dass man möglichst viele gefüttert kriegt oder was auch immer sie für Worte dann finden, ja, dann wirken sie bereits authentisch. Damit ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr viel höher, dass sie Verständnis erwecken können bei denen, die ihnen zuhören. Was mir noch unter den Nägeln brennt, ist die Frage, im ZRM arbeiten Sie ja mit dieser Multikodierung, also nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Tönen, mit Gerüchen, mit allen möglichen anderen sensorischen. Bis hin zum Embodiment, was ich ja auch extrem wichtig finde dann. Davon habe ich jetzt auf dieser Unternehmensebene noch nichts gehört. Ich höre nur Bilder. Spielt es da auch eine Rolle? Verknüpfen Sie das Aber damit? natürlich, das spielt immer eine Rolle. Das ist ja das Multikodieren und das ist aber sozusagen der normale ZRM-Prozess. Also da muss man dann nicht mal extra jetzt noch mal das 50. Buch dazu schreiben, sondern das Spezielle an Vision to Motivation ist wirklich, wie generiere ich ein Bild zu so einem elendiglichen Leitbild? Ja, wie kann ich das kompatibel machen, dass mein Unbewusstes das versteht? Und dass ich nachher sage, jetzt nehmen wir mal diese Bananenstaude, jetzt machen wir ein Embodiment zur Bananenstaude. Ja, würde ich jetzt zum Beispiel Sie mal sagen, setzen Sie sich mal einfach so sitzen, bananenstaudenartig hin. Können auch mal alle machen, die jetzt da sitzen, machen Sie mal Ah, Bananenstaude. genau. Ja, und Ja. dann muss ich mein Becken aufrichten und so weiter. Macht der Ja. Körper automatisch, guck, er kriegt Arme Ja, und so weiter. Ja, toll. genau. Ja. Also so geht das Embodiment. Ruckzuck, es ist auch, da muss man nicht sagen, so, jetzt konzentriere dich und jetzt machen wir mal ein Embodiment. Muss man überhaupt nicht ein Räucherkerzchen anzünden. Da sagt man hin, aha, du hast eine Bananenbaude, stellst dich mal so hin wie eine Bananenschau. Zack. Also, Weil. ich bin sofort im Gespräch mit meinen Mitarbeitern und kann besser transportieren, worum es eigentlich geht. Jetzt hatte der Johannes hier eingeworfen, muss denn nicht eigentlich auch schon die Chefetage da beteiligt werden? Und die muss ja eigentlich auch ein solches Bild haben. Und wie kommt das jetzt irgendwie zusammen? Also ich vermute jetzt mal stark, dass die Leute, die das Leitbild generiert haben, das ist ja oft so eine kleine Auswahl, und die sind meistens an einem sehr schönen Ort, haben dafür viel Zeit, haben insgesamt eine super anregende Umgebung. Also da wird durch die Art und Weise, wie dieser Workshop zelebriert wird, ja, und feines Essen immer mittags und dann kriegt man Wellness und kann baden gehen im Pool und lauter so Sachen. Kommen die miteinander in so einen Groove rein? Ja? Also durch die Umgebungsbedingungen. Ist meine Vermutung. Die sind eigentlich immer relativ super happy, wenn sie kommen und haben dann so ein Leitbild mitgebracht. Wenn ich da gucke, sind die motiviert und so. Oder zum Beispiel eine Affektbilanz mache, teste. Was löst es positive Affekte aus? So, das ist meistens eine ziemlich gute Affektbilanz. Das Das liegt heißt, die aber halt an den Chefetage, Umständen. ja, die Chefetage müsste ja eigentlich denselben Prozess dann machen. Sie müsste das auch in Bilder übersetzen. Kann die ja, also kann man machen mit denen, wenn die das zahlen, muss man natürlich das Fünffache verlangen. Ja, Sonst aber ist das es ja nichts wert. wär ja nicht falsch, weil die dann Nee, ja auch wäre in nicht Dialog falsch. gehen können mit der Ebene drunter. Na? Also jetzt gehen wir mal auf die andere Seite zum Endverbraucher sozusagen, der einfache Mitarbeiter, der Führungskraft. Was macht der mit den Bildern der Führungskraft? Die müssen ja andocken bei ihm oder erzeugen bei ihm auch wieder irgendwelche Assoziationen? Also es gibt zwei Varianten. Wenn Sie jetzt Führungskraft sind, ja, und hätten jetzt den Baum und ein Einhorn zum Beispiel, dann haben Sie entweder die Möglichkeit, Ihre Bildvorstellungen den Mitarbeitenden zu erzählen, oder Sie sagen, ich behalte die für mich
und nehme einfach mein Embodiment und meine Primes und sowas, um mich in eine Stimmung zu bringen, wo ich da überzeugt und authentisch über diese Teil der Vision sprechen kann. Ja. Ja. Also das ist überhaupt nicht verpflichtend notwendig. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe lauter Mitarbeitende, die da sowieso total drauf abfahren. Also mal angenommen, Sie sind die Pflegedienstleiterin und haben Pflegefachkräfte, die sowieso das alles total klasse finden, wenn man mal nicht immer so furztrocken schreit. Mit denen kann man ganz anders reden, wie wenn Sie jetzt zum Beispiel die Chefin vom Controlling sind. Ja, wo mehr so Crunchy Numbers Leute sind, da würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, wisst ihr, ich habe mir ein Einhorn generiert mit KI. Solche Dinge kann man aber zum Beispiel ihm kurz noch besprechen. Wie viel will ich da mitteilen und wem, also diese Pläne da machen, wie setze ich das jetzt um, wie rede ich darüber. Das ist zum Beispiel Heilung, kann durchaus Teil vom Kursgeschehen sein. Weil das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Ich will ja auch ernst genommen werden damit. Und es soll ja nicht als eine Spielerei oder als so ein esoterisches Geschwurbel erscheinen, sondern es soll ja serious sein. Ne? Und wichtig ist halt, dass Sie damit was verbinden und das merkt man Ihnen an, ob Sie was damit verbinden. Thomas, es gibt Fragen im Chat. Kann ich die eben einwerfen? Ja, Ja. klar, wir sind ja auch schon kurz vor Du Schluss. hast gerade das erwähnt nochmal mit dem Esoterikvorwurf. Die Frage kam auch. Gibt es da Erfahrungen mit, dass man dann so mit diesem Esoterikvorwurf konfrontiert wird und wie gehen Sie damit um? Also ich persönlich werde überhaupt gar nie mit Esoterik-Vorwurf konfrontiert. Überhaupt never ever. Es liegt aber daran, dass ich diese Sachen, wenn ich so arbeite, in meinen Vorträgen immer sehr konkret wissenschaftlich einführe. Wenn man jetzt einfach hingeht und sagt, jetzt machen wir mal was ganz Tolles mit Einhörnern. Ja? Da würde ich sagen, gefährlich. Ja? Wenn du aber hingehst und hältst einen guten Impulsvortrag und du sagst, guck mal, Neurobiologie, Gerhard Roth, Studien, Damasio, zack, somatische Marker. Also es gibt ja von mir viele Vorträge im Netz und wer mal guckt, wie ich meine Vorträge aufbaue, wird also wirklich fündig. Auf meiner Homepage, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber es ist sehr wichtig, Sie müssen wissen, wie Sie es einführen. Alles klar. Und Was da die müssen Sie Frage, wissen, da sitzen dann zum Beispiel halt auch Leute drin, die sind schnell begeistert und haben ein Faible für Bilder. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich bin da, muss vorsichtig sein, ich weiß nicht, so komisches Psychozeug ist nicht so meine Sache. Ja. Also wir hatten gerade jetzt vor letzte Woche einen Workshop bei einer Firma, wo sehr viele Naturwissenschaftler, so Ingenieure, Wasseringenieure, Elektroingenieure, Bauingenieure drin gearbeitet haben. Und die waren ziemlich angefressen von einer Überdosis an Psychogeschwätz. Ja. Also wenn da einer sitzt, dem es um Kabel geht und der Bagger befehligt und dann kommt in den Kurs, wo jemand sagt, spür mal in dich rein, der kriegt da echt die Krätze. Und es liegt aber nicht daran, dass dieser Mensch irgendwie im Widerstand ist oder so, sondern weil man einfach als Trainingsperson das komplett falsche Wording sich rausgesucht hat für diesen Menschen. Und es ist die Aufgabe der Trainingsperson, das Wording den Kundinnen und Kunden anzupassen. alles klar. Kann völlig anderes Wording benutzen, wenn ich mit österreichischen Tanztherapeutinnen arbeite, wie wenn ich jetzt hier mit einer Firma mit Bauingenieuren arbeite. Das ist aber, sollte Teil meiner Professionalität sein. Okay, ich glaube, es beantwortet auch schon andere Fragen, aber Thomas, ich glaube, die anderen weiteren Fragen, die kommen, können wir ja gleich im Anschluss nochmal in dem offenen Das Teil. sehe ich auch so. Das heißt, wir machen an der Stelle einfach mal den Punkt. Wir sind uns natürlich im Klaren darüber, dass man jetzt noch sehr viel genau über die Umsetzung sagen könnte und müsste. Dazu wäre natürlich auch Ihr Buch hilfreich, sich das anzuschauen.
Aber vielleicht ergeben sich ja auch andere Möglichkeiten, noch solche Gespräche weiterzuführen. Daher bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Frau Storch. Es war sehr kurzweilig und wir haben es, glaube ich, alle sehr genossen. Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt noch Lust, auch direkte Fragen an die Frau Storch zu richten. Wir werden die Aufzeichnung jetzt stoppen, sodass man sich wieder auch entmuten kann. Und Frau Storch ist so nett und bleibt bis 12 Uhr auch noch hier bei uns im Programm. Also danke. Übrigens, nächstes Webinar wird auch schon bald wieder sein. Ich bin im Gespräch mit Eva Kippenberg und Barbara Ammann. Die werden uns am 29.10. was zum Thema Hochbegabung im Unternehmen und Umgang damit mit Hochbegabung berichten. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Wer da informiert werden möchte, unser Newsletter bestellen und uns folgen und dann kriegt man da ganz schnell auch den Kontakt. Also danke nochmal an Frau Storch und freue mich auf das anschließende Gespräch.